Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es dann wieder ordentlich Map-Updates tatsächlich und auch noch weitere Leaks zu Tilted Town. Und ich würde mal sagen, wir beginnen mit der ersten Sache. Und zwar hat sich das die Depot geupdatet. Das dritte Gebäude hier hinten, das graue Gebäude, wozu ich ja schon ein Video gemacht hatte, wie die Stage 3 und Stage 4 aussehen, hatte ich ja schon gemacht. Und jetzt haben wir Stage 3 erreicht. Das Ganze sieht so aus, hier wurde schon ordentlich etwas umgeräumt und wer auch immer das hier ist, der baut auf jeden Fall hier so ein kleines Lager auf, kann man schon sagen, und experimentiert herum, hat auch das eigene Bett und versucht wahrscheinlich irgendetwas zu experimentieren. Und gleich kommen wir noch mit zu einer spannenden Theorie und dafür müssen wir jetzt nach Tilted Towers gehen, denn dort gibt es auch ein Map-Update. Und zwar hatte ich auch schon ein Video gemacht zu diesen Rift Beacons. Weiß gar nicht genau, wie ich das Video genannt hatte. Aber auf jeden Fall gab es ja ein paar Gamefiles, die auf das hingedeutet haben. Und da werde ich euch jetzt mal zeigen, wie das Ganze in-game aussieht. War ja die Theorie, entweder es geht um Loot Lake oder es geht es ist eben halt in Neo Tilted und es ist jetzt tatsächlich in Neo Tilted erschienen, das Ganze. Was das genau ist, wissen wir natürlich nicht. Man vermutet, oder viele vermuten auf Twitter, dass es eine Zeitmaschine im Prinzip ist. Dadurch, dass, das werde ich euch gleich zeigen, dass sie im Prinzip die Energie aus der Kugel sammelt und danach dort bringt. Weiß auch nicht, kommt mir das nur so vor? Nee. Ich habe das Gefühl, die Linien von der Kugel sind hier auf der Seite stärker, wo die Energie rausgezogen wird. Und zwar von dem netten Objekt hier, der dort ist. Gestern war er auch schon hier, da hatte ich aber keine Zeit, mal ein Video zu machen. Und jetzt ist das Ganze aber schon aktiviert worden. Und hier sieht man auch manchmal immer so ein paar Schweife, die haargenau so aussehen wie die Schweife da hinten. Wenn man ein bisschen länger drauf achtet, sieht man das. Und vielleicht kommt es dem einen oder anderen ja ziemlich bekannt vor, dieses rote mit diesen schwarzen Zeichen. Das sieht nämlich genauso aus wie beim Besucherskin. Wie beim Besucherskin, die Maske oben. Hat genau die gleichen Farben. Zusätzlich, dieses Kabel ist auch noch an der Kugel, womit der Besucher gelandet ist, dran. Und genauso die ganzen Farben hier, dieses grau-blaue, passt auch perfekt dazu. Hier der Schalter ist auch dabei zu finden. Und hier sieht man auch so, das sieht so aus wie eben halt im Nexus, diese Kugel. Und dann leuchtet das hier drin extrem und das wird wahrscheinlich verursachen, dass aus Tilted Towers Tilted Town wird. Dazu werde ich euch auch noch ein paar Bilder einblenden zu jedem einzelnen Haus, nicht in Tilted Towers, beziehungsweise alle Tilted Town Gebäude, jedoch nicht dort, wo Tilted Town dann hinkommt, weil es nur über andere Sachen gemodelt wurde. Auf jeden Fall könnt ihr da ziemlich genau sehen, wie alles aussieht, wie der Uhrenturm aussieht, und der Uhrenturm dort wird ja auch noch gebaut irgendwie gerade. Ja, bin ich auf jeden Fall schon gespannt drauf. Und wenn es jetzt so schnell geht, gestern Abend war das erst hier, dieses Teil, wirklich gestern spät abends, heute Morgen. Es ist gerade, glaube ich, kurz vor 10, von einer Stunde oder 2 Stunden wurde das schon gepostet. Also irgendwie um 8 sind sie eben halt nur irgendwie am Ende ein halber Tag, wo das hier sich schon weiterentwickelt hat. Vielleicht entwickeln sich dann so langsam die Gebäude zurück oder es entsteht hier schon so langsam die Kugel. Bin ich auf jeden Fall schon gespannt drauf. Ich werde dann auch nochmal kurz zeigen, warum das Ganze denn zum Besucher ziemlich wahrscheinlich gehört. Ich denke mal, der Besucher will eine Zeitmaschine bauen, um im Prinzip in der Vergangenheit zu entdecken, wie man das Ganze verhindern kann, weil er ja zurzeit im Prinzip in der Zeitschleife ist. Diesmal hat er allerdings, weil die Kugel ja nicht alles zurückgebracht hat, sondern nur manche Objekte, aber zum Beispiel nicht die Rakete zurückgebracht hat, ist er jetzt eben halt auf der Karte und kommt nicht zurück. Und sonst wird das Ganze ja höchstwahrscheinlich immer wieder passieren. Ja. Auch kleiner Fun Fact.
wenn der Meteorit ja aufschlägt, dann würde er absolut gar nichts am Boden machen, weil mit der Geschwindigkeit würde er einfach nur noch am Boden kleben bleiben. Und die Frage ist eben halt, hat er im Prinzip noch den gleichen Speed und wird dann einfach so richtig langsam den Boden durchtrennen. Kann natürlich auch gut sein. Allerdings müssen wir jetzt einmal kurz oben auf den Meteorit draufkommen. Denn dort ist ja die Kapsel drin vom Besucher. Und der Meteorit bewegt sich tatsächlich sehr langsam, weil er sich gefühlt noch gar nicht bewegt hat. Er muss sich ja bewegen. Auf der Map sieht man es ja, dass auf der Karte der Meteorit weiter ist als hier, wie man ihn direkt sehen kann. So, muss ja einmal hier schnell hochkommen. Perfekt. Ja, so nun auch nicht. Auf jeden Fall. Also ich finde allein schon die Effekte hier vom Meteorit super cool. Und hier drin ist ja diese Kapsel. Hier sieht man ja dieses Blau-Graue. Das sieht ziemlich ähnlich aus. Dann auch hier das. Genau diesen roten Streifen waren auch dort. Ist nicht ganz so texturiert mit den einzelnen Waben im Prinzip noch. Aber da links an der Seite, wenn man da rumguckt, sind auch dieselben Kabel. Und es kann kein Zufall sein, dass die wirklich komplett dafür dasselbe Model genommen haben. Kann natürlich trotzdem sein, aber ist sehr unwahrscheinlich. Das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Sollte nur ein kurzes Informationsvideo sein. Falls sich Tilted Towers umwandeln sollte, wird es entweder ein kurzes Video geben oder es wird einen Notfall-Livestream geben. Deshalb abonniert gern diesen Kanal, damit ihr es nicht verpasst. Und ihr müsst auch die Glocke aktivieren, weil sonst die Livestreams, glaube ich, nicht vorgeschlagen werden. Ich weiß nicht, wie es zurzeit ist, aber normalerweise werden dann Livestreams dann alles nicht vorgeschlagen oder nicht angezeigt, wenn die live gehen. Deshalb würde ich mich super freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir bis Ende des Monats 100 Abonnenten knacken. Das ist mein Ziel. Dafür mache ich jetzt jeden Tag Livestreams, YouTube-Videos. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Video oder Livestream.